Wir sind in Puno, wir werden gleich abgeholt. Da machen wir eine Bootsfahrt und zwar auf dem Titicacasee. Wir sind jetzt im Hafen von Puno. Fahren gleich los und zwar geht es erstmal auf die Inseln. Die ersten Inseln, das sind die Urus-Inseln. Ersatzsprit wird an Bord gebracht. Genau. Nee, niemand von uns will rudern, ne? Genau. Und dann geht's aber auch noch aufs Dach hoch. Können wir nämlich die Aussicht genießen über den See, ne? Titicacasee. Johannes ist auch schon voll fotografieren. Hier können wir das Schilf sehen, das heißt Tortora. Ja, jetzt gibt es wohl eine Kontrolle. Hier ist jetzt mal eine Kontrolle. Eine warme Begrüßung mit Handschlag. Angekommen in Urus Island. Leben die Amara, die Amari. Jetzt gehen wir erstmal runter vom Boot, ne, Jochi? Das ist sein Haus, wir sind auf den Urus Islands. Ich gehe da jetzt gleich mal rein. Hat uns nämlich Freddy kurz eingeladen. Kamisarati, Freddy. Maliki. Das ist sein Haus. Guck mal, ganz schöne Sachen, die sie da herstellen, ne? Er sagt, er hat zwei Kinder, die sind aber gerade in der Schule. Gracias, Freddy. Oh, wir fahren jetzt auch mit so einem Schilfboot auf eine andere Insel. Hat sich jetzt noch ein anderer Besucher der Insel gefunden, der dabei hilft, unser Boot zu bewegen. Ist alles aus Schilf gemacht und dann hat man hier auch noch so ein schönes Häuschen. Ah, ich bin gespannt, wie lange das jetzt dauern wird. Geht doch ziemlich langsam voran, aber bin zuversichtlich. Johannes ist auf der Insel geblieben, hatte keine Lust mehr zu fahren. War es nicht schlimm. Da ist er. Johannes! Ah, hört er nicht. Freddy, der da jetzt sitzt, mit dem Rücken zugekehrt, der hat uns gerade hier rüber geschippt. Wir waren auf einer anderen Insel und jetzt sind wir auf der Insel Quechua. Der wird jetzt aber auch gleich mit Hilfe von einem Motorboot, weil es doch dann ganz schön anstrengend ist, wieder rüber transportiert. Wir können hier sehen, diese Frau hat so einen schönen Haarschmuck und der ist ganz bunt und sie hat ganz viele davon drauf. Er hat mir erzählt, dass das bedeutet, dass sie verlobt ist und wenn die Frau dann heiratet, dann hat sie nur noch einen Haarschmuck beziehungsweise an jedem Zopf nur einen und die sind dann eher schwarz oder braun, ne? Genau. Sie hat auch Freddy dabei geholfen, hier rüber zu schippern und jetzt geht's weiter mit dem Motorboot.